Ja, hey Leute, bin wieder unterwegs. Ja, nicht weit. Ja, weil ich mir morgen mal die Ausstellung zu drei Haselnüsse für Aschenbrödel ansehen will, beziehungsweise auch ein paar Videos drehen will, stehe ich jetzt nicht weit von Moritzburg und hab da morgen nur 5 Minuten Weg bis dahin. Ja, aber das Video jetzt könnte mich schon wieder aufregen, was hier los ist. Ich habe jetzt mitbekommen, was am letzten Wochenende auf dem Parteitag der Linken passiert ist. Ich zeige euch erstmal das Video. Wir haben da eine junge Antifa-Gruppe. Ich freue mich, dass sie da echt was machen. Es sind auch noch andere Linke dabei, außer mir. Und die haben auch nichts dagegen, dass so die Älteren wie ich ein bisschen da sind. Es läuft dann so, wenn die AfD versucht, in der Kneipe was zu machen, dann sind wir rechtzeitig da, reden freundlich mit dem Wirt, damit er die wieder auslädt. Wenn er sie nicht auslädt, reden wir nochmal, nicht ganz so freundlich. Und wenn das noch nicht gereicht hat, gibt es weitere Möglichkeiten, die ich hier nicht öffentlich darlegen möchte. Ja. Also, mein Grundsatz ist hier, der gilt für die Antifa wie auch für die Linke. Machen müssen wir, nicht rumjammern. Ja, was ist denn hier los? Was soll denn das werden? Dürfen die das jetzt öffentlich sagen? Solche Reden kannte ich bis jetzt nur aus dem Geschichtsunterricht. So eine Aktion war mir bis jetzt nur aus dem Geschichtsunterricht bekannt. So benahmen sich 1933 die Mitglieder der Schutzarmee, der SA. Auch hier wurden unliebsame politische Gegner auf ähnliche Art behandelt und beiseite geschafft. Naja, ab und zu habe ich das schon mal gehört, dass die Antifa öfters mal echte, aber auch vermeintliche Nazis so behandelt. Nur durfte das scheinbar bis jetzt nur hinter vorgehaltener Hand gesagt werden, aber nicht öffentlich. Aber wenn das jetzt ein Linker offiziell sagt, dann ist es voramtlich. Wie das damals endete, sollten ja wohl alle wissen. Wird das heute genauso? Dürfen wir uns auf eine neue Schreckensherrschaft freuen? Leute, was ist denn hier los? Vor 2 Jahren wurden auch schon offizielle Rufe nach Lagern laut. Nur dafür Ungeimpfte? Wie soll denn das weitergehen? Ich muss das einfach mal loswerden jetzt. Ciao. Ach, übrigens, Nachtrag. Ich habe vor, das Video zur Ausstellung Drei Haselnüsse für Aschenbrödel am Heiligabend online zu stellen, bevor oder nachdem der Film im Fernsehen lief. Ihr könnt euch ja meinen Kanal vormerken, wer sich dafür interessiert. Wie gesagt, Heiligabend, Termin wird noch bekannt gegeben.